Hallo Leute und willkommen zum nächsten Part von The Legend of Zelda Majora's Mask mit dem Julian, aber halt per Telefon, ne? Sag mal Hallo was. Leute. Ja. Moja. Wir sind hier gerade in diesem Tempel mit dem Lieblingsbossgegner von Alter. Juli, ne? Oh yeah, der ist der Beste. Das ist dein bester Der ist die Buschmensch. Nummer 1. Ja, wir haben hier den ganzen Raum verpasst und da Julian auch die Parts immer guckt auf YouTube, ne? Muss ja. Wir suchen die letzte Fee und wir haben die Karte noch nicht geholt. Was will der? Ich greife so eine dämliche Skulltulle an. Ja, Hä? die Sag mal. großen Skulltulas sind in den Majora's Mask, finde ich richtig OP, also overpowered. Das sind sie auch. So, wir haben den ganzen Raum noch nicht erkundet und da ist, glaube ich, die Karte drinne mit der Fee. Hoffen wir mal, ne? Wenn das so ein kleiner Einzelraum ist, dann ja. Ja, ist es auch. Okay, Und das, wir. glaube ich, auch die letzte Fee, die euch fehlt, oder uns. Uns, du gehörst mit zu den Let's Play. Wow. Alter. Oh, komm schon, an die Leiter, scheiße. Und wir erzählen euch mal ein bisschen was über unsere Geschichten hier bei. Wie heißt das? Majora's Mask? Wie heißt das? Weiß nicht, wie das heißt. Stimmt, du kennst das Spiel ja noch nicht. Ja, Spaß. dann. Wir haben es ja nur zusammen durchgespielt. Haben wir. Durch gesuchtet. Ja, stimmt, wir haben das eine ganze Nacht mal gesuchtet. Das war so geil. Haben wir schon mit Energy voll gepumpt. Und wie gesagt, es gibt. Boah, diese Musik macht mich in diesem Tempel so aggressiv, ey. Echt? Ist die so schlimm für dich? Ich finde die einfach nur behindert. Nein, die kam noch mal, der Frosch. Nee, das sind nur drei Schildkröten. Deine Lieblingsgegner. Ach, geh doch da rein. Leute, diese Geräusche von diesen Schildkröten, die seien noch hundertprozentig Hagrid oder so. Die sagen irgendwas Komisches. Ja, die machen geile Geräusche. Ey, komm doch mal her. Ich verstehe mal Hagrid. Oh, den habe ich schön im Bauch gehackert. Rot. Oh, abgewehrt. War's rot? Hagrid. Ja, wir werden halt ein paar Sachen nachholen. Scheiße. Und ein bisschen weitermachen mit der Story her. Aber ja. Muss ja. Muss ja auch mal sein. Jetzt komm doch mal her, du dämliches Vieh. Und ich will keine Dekonisse schießen. Ich verdrück mich als Mann. Komm her, du böse Du brauchst doch Schildkröte. deine Pisten. Und wir haben ein bisschen Zeitdruck, weil wir schon am zweiten Tag sind. Aber ich habe ja halt dieses Kronos-Lied drin, ne, Juli? Vor allen Dingen schön selber herausgefunden. Ja, das haben wir selbst Das war jetzt kein herausgefunden. Scherz. Wir haben das nicht irgendwie gegoogelt. Vor allem, wir hatten ja keine Ahnung von diesen Liedern. Nur diese eine Fee hatte mal einen Tipp gegeben, aber mehr auch nicht. So, hier ist halt die Karte. Die Fee, muss ich mal kurz gucken. Ob die hier ist. Ziehen wir mal die Feenmaske auf. Holen uns den schönen Bogen hier. Die ist so sexy, diese Feenmaske. Jeder will doch mal in Wirklichkeit eine Fee sein. Naja, die gibt keine Anzeichen. Nicht? Nö. Oder zeigt die nur in der Nähe oder den ganzen Raum an. Die zeigt eigentlich den kompletten Raum an. Dann laufen mit der Maske einfach durch jeden Raum, damit du mehr Bescheid weißt. Wäre besser so, denn ich finde hier überhaupt nichts. Hier ist er auch nicht. Vor allem, dieser Tempel ist meistens nur für diesen Deko-Jungen gedacht. Was bringt eigentlich das Auge? Ich meine, das ist klar, jeder Tempel hat eigentlich was mit der Person zu tun, die man da halt. Noch Na, ich will nicht spoilern. die wir noch sehen werden. Und ich hoffe Die mal. noch wichtig. Die noch wichtig werden, sage ich so. Ach du Scheiße, geh da hoch. Ach, jetzt ist er da drunter, ich glaub's nicht. Warte mal, irgendwas mache ich hier voll falsch, glaube ich. Ah nein, wir sind hier mal zweimal Game Also. Over gegangen und das voll behindert. Echt? Ja, Was denn? wie gesagt, um die eine Fee zu holen. Man konnte die aber auch nicht abschießen oder so, das ging gar nicht.
die in der Blase oder was? Ich glaube, das ging nicht. Das, auch wenn man Pfeil und Bogen hat, das geht, glaube ich, gar nicht. Doch, normal geht das. Das sah aber nicht so aus von dem Platz her. Ich bin, glaube ich, das bin ich schon wieder hier. Oh doch, da ist noch eine Tür. Sorry, Leute, ich weiß nicht, wo die Fee ist, aber was sollen wir tun? Komm, Juli, wir erzählen mal ein paar Geschichten, wo wir das gezockt haben. Zum Beispiel... Zum Beispiel... Wir hatten doch mal... Ich hab mal die Geschichte erzählt, wo wir zum ersten Mal diese Schweinemaske da gekriegt haben, haben wir doch gedacht, dieser Deko-Kerl ganz am Anfang sei doch der Sohn gewesen von diesem Typen. Butler. Das ist der Sohn. Das ist der Sohn. Ja, das merkt man. Das kriegst du sogar so halbwegs verratet. Und dann hatten wir doch noch so eine Idee. Ach nee, wir dürfen das ja gar nicht alles sagen, ne? Soweit waren wir ja noch nicht ein Let's Play hier. Das spoilert halt. Spoilert halt alles, das ist das Problem. Ja, okay, dann erzählen wir halt nichts draus. Oh Gott. Na gut, aber man kann ja sagen, also, du hast jetzt wahrscheinlich schon den Tempel geschafft, oder? Ja klar, hast du das. Den Waldtempel hier schon. Wow, geiler Sprung. Und du hast die Schweinemaske dir auch schon geholt, ne? Ja. Die sind ja hier im 12. Part schon. Ist gut. Ja. Komm, Link, schneller, wir haben keine Zeit. Also, da sagt ja auch dieser Deko-Typ da, dass du halt seinem Sohn sehr ähnelst. Was aber dumm ist, ich finde, dass du kannst ja auch diesen Wettlauf, sag ich jetzt mal. Hä? Geht's kann man ja auch einfach so machen. Das heißt, du kannst ihn auch mit den normalen Linkern, wenn du eine spezielle Maske hast. Ja. Meine Lieblingsmaske, weißt du ja. Unsere Lieblingswaffe. Und dann sagt er, dass trotzdem du ähnelst meinem Sohn sehr ähnlich, obwohl du ein Typ bist. Das ist irgendwie voll behindert durchdacht. Apropos durchdacht. Ja, das... Du weißt ja, was wir so... Ich wusste, dass sie hier war. Irgendwie wusste ich das. Seht ihr das, Leute, an diesem dreckigen... An diesem Pünktchen da, die Maske da ausstrahlt? Was soll? Ich hab die nur nicht alle kaputt gemacht, weil... Ja, das ist der Raum, wo wir zweimal Game Over gegangen sind. Da gibt's noch eine Fee. Die habe ich... Die habe ich nicht geholt. Da ich eh gleich die ganzen Wege rausschneiden werde. Ja, erzähl du jetzt. Wenn du was erzählst. Was soll ich denn erzählen? Hab sie gefunden. Komm her. Ich hab vergessen, was ich sagen wollte. Hey, die kommt gar nicht. Doch, jetzt. Hab's. Kann man hier irgendwo hoch? So, dann kannst du jetzt schnell zu. Wo waren die? Ja, wenn du das Lied des Spinns spielst, dann kommst du wieder aus dem Dungeon raus. Das ist mir irgendwie das schon eingefallen. Das weiß man aber eigentlich. Das habe ich doch in bestimmten Tempel immer angewendet, als wir das gezockt haben. Ich weiß jetzt, ich habe jetzt echt überlegt, ob wir das erst rausschneiden hier, aber anscheinend haben wir es nicht nötig, wenn wir das Lied können. Dass man das Lied immer dreimal bei mir spielen muss. Das ist so behindert. Das ist einfach nur nervig. Ich finde, das hört sich immer noch an wie Salias Lied. So ein bisschen. Ja, das ist schon so ein bisschen. So, wir sind wieder am Eingang. Haben jetzt 9 Minuten hier für den Dreck gebraucht, aber ja. Sozusagen. Ja, man muss sich halt immer Zeit lassen. Jo, wir machen ja eh mehr Sidequests. Naja, das Spiel besteht meistens aus Sidequests, finde ich. Das besteht nur aus Sidequests. Das ist so ein spezielles Zelda. Finden wir. The Legend of Zelda, the Side Quest of Majora's Mask. Alles. Hä, weißt du, wo die Feenquelle war? Ich weiß das gar nicht mehr. Ja, die ist ganz hinten, also da, wo du dich auch hinporten kannst, wenn man dann ein bisschen stimmt, ja, klar. Nordwestlich guckt. Kannst du auch nur mit dem Deko-Kerl finden. Jetzt muss ich das Lied 4-mal spielen, ich glaub's nicht. Egal. Komm, wir wollen zum Dämmerwald. Wir wollen ja heute noch vorankommen hier. Ja,
Jo, und der Juli hat ja auch ein cooles Let's Play am Start, ne? Erzähl mal ein bisschen darüber. Oh ja. Erzähl mal. Also, ich habe angefangen jetzt die Hard Gold zu Let's Playen, aber mit dem Randomizer, das ist so ein Programm, damit kann man alles, ja, da kann man die Regeln von Pokémon auf den Kopf stellen, wenn man es genau nimmt. Also, da kann man halt sowas wie einstellen, wie du kannst alle Pokémon im Gras fangen, das heißt, es kommen auch Legendäre schon vielleicht in der ersten Route oder kriegst du schon als Anfangs-Pokémon. Die Attacken sind auch völlig komisch, zum Beispiel das Carpador, was weiß ich, Hornbohrer oder so kann. Und ja, du kannst auch so machen. In den alten Editionen war das ja immer so, dass zum Beispiel die Pokémon immer mit großer Schrift geschrieben wurde, dass es dann halt auch in kleiner Schrift, so dass sie dann halt mit der richtigen Rechtschreibung geschrieben sind. Das ist sogar eine Sache, die ich sehr gut finde. Und auch die Pokémon-Typen können völlig random sein, zum Beispiel. Also das habe ich jetzt zwar nicht in meinem Let's Play, dass die Pokémon-Typen random sind, aber ich habe schon mal damit so eine Edition angefangen. Und da ist zum Beispiel mein Arktos von Typ Elektrowasser. Und ja, das ist ziemlich lustig, weil man dann eigentlich, weil es dann eigentlich richtig egal ist, ich bin so ob man sich mit Pokémon auskennt oder nicht. Und ich finde, das macht halt den Reiz da dran. Jo, und ich bin gerade mal ziemlich dumm. Warum? Weil ich voll fail geflogen bin. Also, ihr wisst Bescheid, Juli hat ein komisches Pokémon-Let's Play am Start, was ziemlich witzig ist. Ich empfehle es weiter. Ja. Und erstmal hier... Das empfehle ich auch. Wir bringen jetzt alle Feen zurück hier. Mit einem schönen Lag. Und was werden wir dafür kriegen? Ich weiß, was wir dafür kriegen werden. Etwas Schönes. Ihr wisst es nicht. Ich hoffe, sie ist nicht wieder Silber. Doch ist sie. Boah, wie einfallslos. Die haben sie alle Silber gemacht. Bestimmt. Egal. Jo, ist das dann halt. Aber ich glaube, die ist eigentlich lila. Oh, starker junger Freund. Ich bin die große Federkraft. Hab Dank für deine wertvolle Hilfe. Als Dank lehre ich dir diese neue Schwertechnik. Oh ja. Gib sie uns. Die konntest du ja eigentlich schon in Ocarina of Time, aber anscheinend warst du so blöd und hast sie wieder vergessen. Der hat so einiges vergessen. Das ist so behindert, ey. Das ist so einfallslos. Weißt du, was geil ist? Boah. Was denn? Diese Ben droned, ne? Ich finde hier der Link, der sieht den voll ähnlich. Der sieht ihm voll ähnlich hier, der Link. Aber die Statue glaube ich nicht. Hier sieht nur der. Die in Texture Pack haben die doch irgendwie alle Psycho-Augen, also die Charaktere zumindest. Nö, ich kenne einen. Na gut, ich finde der Deku-Junge, der sieht gut aus. Die sehen alle gut aus, finde ich. Okay. Der eine sieht. Ja, egal, ich darf ja nichts sagen, aber. Ich erinnere mich gerade nicht an welche, also. Scheiße, ich weiß nur, dass der eine etwas abgestumpft wurde von seinen Klingen her, sag ich mal. Nee, das ist schon okay, das stimmt gar nicht. Scheiße, wir haben nicht mehr viel Zeit, ich muss schnell. Boah, find ich schon, dass sie. Ich muss. Ja, okay, kann sein, aber ich muss jetzt. Oh, nicht der Typ. Ach, sehr unwichtig. Möchtest du jetzt etwa die alten Omis wieder besuchen? Ja, wir wollen uns noch ein Herzteil holen, dann haben wir wieder einen kompletten Container und dann. Ja. Ihr wisst, ne? Bist du glücklich? Ich glaube, dann gehen wir auch. Wo waren das jetzt? Hier war das. Ich habe die nämlich schon wieder gerettet zum 50. Mal. Das geht mir langsam irgendwie auf die Eier. Aber ist doch so, oder? Dass ich alles. Ja, das haben die Scheiße gemacht. Was soll denn das? Wenn man Rubine und so alles verliert, man verliert ja alles, ne? Am Ende so. Wenn man zurückspulen will. Warum? Warum behält man die Masken? Das ist unlogisch. Warum behält man den Bogen, aber das keine Rubine? Ich auch nicht. Ich finde, die hätten so ein richtiges Lager machen können. Das haben die echt blöd gemacht. Findest du auch, die hätten so ein richtiges Lager machen können? So mit Geld, wo man reintun kann, dann halt noch Pfeile und so? Wie bei Monster Hunter oder so. So ein Generelllager. Das
wär's, ja. Ich hoffe, die alte ist noch da. Einmal so. Gut. Einmal so ein Lager für Items und einmal so ein Lager für gute Sachen. So Waffen oder so, sprich. Was ich auch nicht verstehe ist. Ich meine, die Leute, also die Leute können sich ja nie an den Link erinnern, ne? Nö. Ja, aber wieso erinnert sich das Horror-Kid? Ja gut, das Horror-Kid erinnert sich zwar an dem, das Dings, dass der ja halt den verwandelt hat, aber warum wundert er sich dann nicht, dass sich Link zurückverwandelt hat oder so? Warte mal kurz. Oder die Riesen. Warte, kannst gleich weiterreden. Okay. Wir sind jetzt hier bei diesem Minispiel. Man muss als die Zielscheiben abschießen, aber halt nicht die Hexe, die Kuh. Aber das ist trotzdem ein lächerlicher Score, den man mal braucht. Man braucht also nur 20 Punkte. Das ist eigentlich. Scheiße, jetzt habe ich die abgeballert. Ich glaube, die wird dann immer schneller und das geht mir auf die Eier. Ach Gott. Trotzdem wirklich da zu verkacken, das ist fast nicht möglich. Danke, dass du mir jetzt sowas in den Kopf setzt. Ich wette, ich verkack das jetzt. Ja, die dreimal in den Arsch geballert. Ich glaub's nicht. Komm jetzt her. Muss auch mal sein. Stimmt, die hat bestimmt eh keiner angepackt. Wenn dann ihre Schwester. Seit Jahren nicht mehr. Wenn dann ihre Schwester, aber mehr sag ich dazu nicht. Lol, ich hab die gar nicht gesehen. Hab sie getroffen. Die machen sich in die Form von Ocarina of Time und dann suchen die sich die Opfer. Der Link müsst ihr doch auch kennen, ne? Die zwei Hexen. Ja, eigentlich schon durch die Gerudo-Wüste. Ich meine, der hat die auch schon als Junge gesehen, also wo der klein war. Ich meine, der vergisst das ja sein. Ist eh generell. Ich habe irgendwie das Gefühl, im Majora's Mask ist der in so einer Parallelwelt. Ja, Drogenwelt. Ich meine, da gibt es so viele bekannte Charaktere, an die er sich nicht erinnern kann. Sprich, oh, auch läuft. Noch eine Person, die sogar wichtig eigentlich ist. Ich sag jetzt nichts dazu, das spoilert wieder nur. Hat aber was Creepiges an sich, das ist schon mal das Lustige da dran. Nein, Alter! Ein guter Einfall, sag ich mal. Oh, du blöde... Ich hab's geschafft. Gott sei Dank, ey. Blöde Frau. Als ich das zum ersten Mal gemacht habe, hatte ich 24 Punkte und jetzt habe ich anscheinend nur... Oder? Wieder 24? Wieder 24! Komm, 25! Geil! Neuer Rekord für mich. Lol. Ja, ich war sogar besser. Lol. Nicht übel, wenn man bedenkt. Nun gut, wie versprochen, hier nimm dies. Ja, ich konnte ja am Anfang nicht lesen, weil Julian halt geredet hat, aber egal, wir haben jetzt einen neuen Container. Ja, das war super spaßig, ne? So, dann gehen wir mal in das neue Gebiet oder können wir jetzt noch was holen? Nee, ne? Ich weiß das gerade nicht. Wenn du das mit den Urkunden gemacht hast, könntest du dir dann... Ja, genau. Ich habe mir extra noch eine Urkunde geholt, seht ihr ja da oben. Aber wir gehen jetzt in ein neues Gebiet. Ne? Sowas Böses macht ihr. Ja. Oder machen wir. Ja. Der Juli sieht ja nicht, was wir hier gerade tun, weil sonst würde das zu doll hacken. Leider. Ich habe jetzt gesagt hacken. Ne, hängen. Längen. Und das wollen wir ja nicht. Aber so, jetzt läuft das flüssiger, das merkt ihr auch. Das liegt daran, dass ich ein bisschen was eingestellt habe. Ich kann mir das in Ruhe spielen. So, ich schneide das mal ein bisschen raus. Ich schneide den Weg mal raus. Aber wenn wir so am Anfang dieses Weges sind, dann mach ich wieder rein. Also würde ich sagen, bis gleich. So. Da sind wir wieder. Juli hat gerade mal wieder reingemacht. Ja. Egal, wir kommen zurück. Hier ist der Weg. Wir sind auf der Ebene von Termina, oder wie das heißt. Oder Termin. Wie sagen wir da immer? Ja, egal, zwei Pfeile hier drauf und dann öffnet sich der Weg. Habe ich recht, Juli? Ja, und das ist schon mal die erste Internetverbindung. Schon mal ziemlich schlecht. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so doll nerven. Kein Problem, I like that.
Ja, er ist wieder da. Das Spiel ist jetzt leiser geworden. Toll. Was will der denn? Hat der Probleme? Jo, ein ganzes Herz. Der trinkt doch. Der trinkt Alkohol. Ich glaub's nicht. Nein! Boah. Dass ich aus so einem kleinen Viech so ein, mit so einem Dreck mache. Und an meinem kurzen Cut, ich sehe gerade einen Fehler. Da. So, hier sind wir wieder. Ich hoffe, das kommt nicht nochmal vor. Nee, das passiert halt manchmal. Das kann man leider nicht ändern. Ja, aber wir wollen halt irgendwie auch den Julian hier mit einfügen. Dann bin ich nicht so forever alone. Wir wollen nämlich mehr über dieses Spiel zusammenreden. Dann kommt das viel geiler rüber, finden wir. Und hier kommt gleich so ein widerlicher Gegner, der hier voll geil aussieht. Den meinte ich nicht. Was denn für ein Gegner? Keine Ahnung, so ein weißer... Ah, okay. So ein weißer Fleck. Das sieht aus wie... Fleck? Solche weißen Geister sind das. Ne? Ja, das ist dann ziemlich cool. Ja, Leute, der Juli ist gerade mal weg. Hat Probleme oder so, aber der kommt gleich wieder. Und den haben wir nice gekillt. Und den auch. Und hier ab hier braucht man die Bombentasche. Oder die Bombenmaske. Ich mache das auch mit der Bombenmaske. Die zieht einfach... Die zieht keine Bombe. Und das ist besser so. Desto weniger wir verbrauchen, umso besser. Und da kommt schon wieder so ein Penner. Ich glaub's nicht. Was soll denn das? Sorry Leute, das kam gerade ein Problem. Ach. So ist das, ne? Die Kraft. In der Ruhe liegt die Kraft. Wir sind zwar schon ein Jahr auf YouTube, aber wir haben noch nie richtig so richtig was gemacht, aber jetzt geht's richtig los hier, ne? Wir waren immer nur inaktiv. Ja, wir sind hier jetzt in so Schneeberge. Sieht eigentlich ganz geil aus mit dem Texture Pack. Ich werde das, glaube ich. Ach, meinst du diese. Dieser was? So, wir sind jetzt mit diesen. Ach, du meinst diese komischen weißen Flauschling-Dinger. Für mich sind das immer so flauschige Schneebälle. Wir sind jetzt an der Bergsiedlung und da ist ein Haus. Das noch sehr wichtig für uns wird. Und ein Geruch. Oh ja. Und ein Gorone, der erfriert. Mit einem Frosch auf dem Kopf. Das ist eine Sidequest. Ich weiß nicht, ob wir die schon machen können. Nee, ne? Doch. Naja, gut. Dafür musst du erst ein bisschen weiterspielen. Aber ich kenne da so einen guten Trick. Echt? Wie man die schneller schafft. Echt? Ja. Ach komm, stell dich doch nicht so an, Link. So. Lass Link in Ruhe. Der muss sich anstellen. Wir lesen jetzt mal ein Schild. Zur Schmiedwerkstatt, wir schärfen ihr das Schwert, wir arbeiten hart, damit ihr Schwert hart für sie arbeitet. Geiler Spruch, Juli. Wir härten ihr Schwert, damit ihr Schwert für sie hart arbeitet. Wir arbeiten hart, damit ihr Schwert... Hallo. Ja. Klappe, du dummes Viech. Ich habe gerade so schön geträumt, Junge. Oh. Willkommen in meine Schmiede. Mein Name ist Subora. Der Besitzer. Er freut mich, dich kennenzulernen. Wenn du unser Kunde bist, dann erkennst du bald das gut Ding, weil er haben will. Aber letztlich macht es sicher bezahlt. Halt die Fresse da drüben. Der große Kerl, da ist mein Assistent. Gabora. Er besteht nur aus Muskeln und dieser Verstand eines Dekustabs. Geil. Bist du gekommen, dein Schwert zu schärfen? Hab ich auch. Leider nehmen wir gerade keine Aufträge an. Der Grund dafür ist dieser plötzliche Kälteeinbruch. Siehst du, sogar unsere Esse ist eingefroren. So wie es aussieht, können wir erst im Frühjahr wieder arbeiten. Nein. Oh, nee. Wenn ich nur die Esse irgendwie auftauen könnte. Hä? Was willst du auf einmal? Du meinst, wenn wir heißes Wasser hätten, könnten wir das alles schmelzen? Hä, wo gibt's das denn? Ach so! Tu nicht so, worüber du sprichst, du Dekustab. Ja, ich verstehe schon. Ja, komm, laber nicht. Wir haben jetzt genug über den erfahren. Das ist so ein kleiner cool Typ, der sich cool fühlt und irgendwie... Der Typ, was ist mit dem verkehrt, wie der aussieht? Echt mal, der zeigt sogar seine Nippel in der Öffentlichkeit. Okay, das machen viele. Nur Frauen machen das leider nicht. Ja, komm, das ist wieder eine Vogelstatue. Was denn? So, hier können wir dann abspeichern. Ich weiß jetzt nicht, wo es hier so richtig lang geht. Ich glaube hier, ne?
Zum Pick die Bernia. Rutschgefahr und riesige Schneekugeln. Oh, ich liebe Schneekugeln. Nee, da musst du noch nicht hin. Nicht hin? Da musst du noch nicht hin zu den Schneekugeln. Schade, ich mag die Schneekugeln. Nee. So, jetzt mal kurz. Das ist in die Siedlung. Scheiße, jetzt habe ich meinen Kopf weggesprengt. Wieso sprengst du dich immer weg? Warnung an alle Goron, tiefes Wasser. Nichtschwimmer sollten hier nicht aufhalten. Ja, dann Goron, merkt euch das, ne? Ich muss mich an diese Regel ja nicht halten, ich bin cool. So wie das Eis. Ich verstehe das nicht. Kann er da hoch? Das Wasser muss doch arschkalt sein. Wieso verliert Link da keine Herzen? Das war doch bei Aquina auf Time logischer. Da hat er doch Leben verloren. Glaube ich. Wenn er ins Wasser fiel. Nee, ich glaube nicht. Doch, klar. Ah ne, es war bei Twilight. Nein. Bei Twilight ist er sogar sofort gereckt. Also der wurde zurückgeportet. Scheiße, Mann. Ja, das ist aber auch wieder zu übertrieben. Ich ja. Ich hab das so gemerkt, dass man dann halt immer so, das war so ein Viertel Leben oder so verliert. Das war aber wegen der Story. Scheiße, wo soll ich denn lang? Wollen die mich mobben? Ach nee, warte mal. Ja. Dumm. Ja. Wir haben ja auch hier unsere sexy Masken. Nehmen wir mal die Deko-Jungen-Maske. Ja, du. Warum denn nicht? Dann halt nicht. Okay. Die Tschüschmaske. Die Tschüschmaske? Okay. Scheiße, schon 26 Minuten, ey. Ich glaub's nicht. Wollen wir halt eine Special-Folge machen? Wir machen die einfach über... Ich weiß ja, wie lange Juli Zeit hat. Also mach ich jetzt so lange die... Du Scheiß! Glück gehabt. Ne, warte mal. Oh, Epic Fail, ich bin falsch gelaufen. Oh, Scheiße, Mann. Oh, Mann, Leute. Ich bin gerade mal richtig behindert. So, nichts gegen Behinderte außerdem. Wo geht's denn hier lang? Ihr habt... Ja. Was steht denn da drauf? Gronendorf, ja, da wollen wir doch hin. Auf zum Gronendorf, da gibt's Spaß und Spiele. Hoffe ich doch mal. Sieht cool aus hier und da ist ein Viech. Immer wenn man sowas sieht, ist dann Viech. Eine Eisspinne. Die gibt's auch in Ocarina of Time. Ne, da waren es Wasserspinnen und Feuerspinnen oder so. Oh. Bergspinnen. Komm her. Explosion. Achso, ich habe schon mal Geld gesammelt hier. Sieht man ja, damit wir uns hier die Karte kaufen können. Nein, nichts gecheatet, gar nichts. Ich habe einfach nur, wie heißt das, diesen Vogel gekillt. Den kennt ihr, glaube ich, noch nicht. Ja, ich habe den noch nicht gezeigt. Jetzt zieht er mir mal Geld ab, aber wenn man den tötet, dann verdient man echt Geld. Ja, man kriegt dann... War so ein kleiner Tipp von mir. 200 oder 300 Rubin? Ich glaube 200 Rubine. Und der kostet nur ein paar Pfeile, also das ist eigentlich... Ja, ich habe dafür... Pfeile, aber... Ich habe da so 6 oder so verbraucht. Oh Gott. Nee, ich mach diesen Part jetzt mal extra ultra lang. Vielleicht geht ja sogar eine Stunde. Aber ich will halt diesen Fortschritt schaffen, den ich machen will. Auch wenn dann die Leute wegschalten. Aber ich muss das jetzt machen. Oh, geh mir nicht auf den Piss. Eiswölfe hier. Bam! Sag ich dazu. Ich liebe diese Bombenmaske. Die ist richtig geil zum Damagen. Aber wenn man die nicht abzieht, kann man nicht mehr angreifen oder abwehren. Oder doch, abwehren, glaube ich, ging noch. Tingel, tingel! Welche Maske? Die Bombenmaske, auch Dreck. Wo man die Oma verteidigen abwehren, muss. Abwehren kann man. Noch. So, Tingel fällt runter. Das ist doch voll der pädophile Verbrecher, ey, ohne Mist. Und Juli sagt, das ist ein pädophiler Verbrecher. Dann sag mal, warum. Ich meine, was macht der in Wind Waker in einem Dings? In einem Gefängnis? Gut, er sagt, er hätte nur eine Dings geklaut. Eine Kamera. Aber wieso liegen da Leichen und wieso läuft denn so ein Stretching-Anzug herum und warum? Hä, warum denn Leichen? Alter, da liegen doch Knochen immer so herum. Ich meine, das ist jetzt nicht gerade. Oh. Das ist doch normal hier. Ja, ich meine, aber guck dir den an. Der ist 35 Jahre alt. Und macht so einen Müll. Ich meine, wieso? Hat er seine Midlife-Crisis oder was ist mit dem los? Der ist cool. Ganz einfach. Das wüsste ich. Wenn der cool wäre, das wüsste ich aber. Ich weiß, ob Leute den mögen. Schreibt es mal in die Kommentare.
hab nichts gegen den, ich finde den nur komisch. Ein komischer Pädophiler, oh. So, wir werden jetzt hier nicht so viel umschauen, wir werden sofort hier handeln. Wir gucken uns das mal ein andermal an hier. Das hat sich jetzt richtig scheiße angehört. Aber okay. Yeah, was willst du denn? Da ist wieder ein Verkäufer. Danke, dass du bei mir vorbeischaust. Zu meinen Kunden zähle ausschließlich Goronen. Es tut mir leid, aber ich verhandle nur mit Goronen. Du bist so böse zu mir. Ich bin so ein Typ, der nie was verkauft. Kann man das jetzt schon machen? Ich will dir jetzt die Urkunde geben. Ja, hier, guck mal, was ich hab. Ne? Sicher? Ja, dann halt nicht. Ja, mir auch egal. Verkackt. Verkackt, Junge. Einfach verkackt. So, jetzt sehen wir gleich wieder die dumme Eule wieder. Du hast die... Ich hab die Urkunde. Du hast sie aber schon im Sumpf abgegeben, die eine. Ja, klar. Ich bin ja nicht dumm. Hä, seht ihr das, Leute? Hier ist was. Ein Schatten oder so. Also, das heißt jetzt, du hast die Urkunde von dem Sumpf gerade. Warte mal kurz. Schuhu, so treffen wir uns wieder, Feenkind. Waren die meisten Statuen von Nutzen? Es sieht so aus, als würde ich dir die Kraft ruhen, das Schicksal dieses Landes zu verändern. Aber der Weg wird noch steiniger. Viele Prüfungen erwarten dich. Bitte beschütze das Volk der Goronen. Ihr Land ist verdammt, unter Eis und Schnee begraben zu bleiben. Kein Leben wird in dieses Land mehr erblühen können. Doch ohne Mut und Entschlossenheit kannst du diesen extremen Bedingungen nicht standhalten. Doch bist du erfüllt von ewigem Licht dieser Werte, wird diese Geschichte ein glückliches Ende finden. Nein! Ne, warte mal, hä? Gott, ganz ruhig. Link. Aber dieser Schatten macht mich schon hier mürrisch. Ich muss... Hör mal! Ich muss mal... Was denn? Ich muss mal kurz weg, bis gleich. Hat sich jetzt gerade mal was komisch angefühlt und Juli wird gleich wiederkommen. Und hier kann man stehen, Leute. Ich weiß es leider nur nicht, wo es hier weitergeht. Wow, halt dich fest, wo auch immer du bist. Okay, diese Stelle ist irgendwie scheiße abgefuckt. Ach komm, das ist... Ja, wenn man halt darüber kommt, kriegt man ein gutes Item. Das werden wir gebrauchen. Ach Gott, was ist das denn? Ach du Scheiße. Ja, und jetzt? Alan? Das wird nur wieder Zeit kosten. Ich schneide das jetzt einfach raus. Bis gleich, Leute. Und gerade mein Epic Fail. Denn er sagt, er wird jetzt dahin fliegen. Und jetzt sagt er, doch vertraue nicht nur auf deine Augen. Lass dich von deinen Gefühlen leiten. Dann wird sich schon der Weg offenbaren. Bist du bereit dann? Jetzt sollen wir denen halt folgen, aber wir hatten schon fast den Weg rausgefunden. Nur, ich bin jetzt nochmal runtergefallen. Und wir müssen jetzt schnell sein und irgendwie den Federn folgen. Wow! Dann dahin. Oh, der rutscht so hässlich. Aber so schafft man das schon viel besser. Schuhu, nicht umsonst habe ich dich geglaubt. Doch auch ab hier sollen deine Augen sich nicht täuschen lassen. Vertraue auf dein Gefühl. Betritt nun den Schrein. Dich erwartet etwas, das auf deiner Reise von großem Nutzen sein wird. Setze diesen Gegenstand ein, wenn du von hier zurückkehrst. Jupp, das kommt aus Ocarina of Time. Ein sehr cooles Item. Ein mysteriöses Item. Und hier gibt's gerade mal ein paar Secrets, sehe ich gerade. Zack, zack, zack. Gucken wir mal nach. Achso, und die Schwertechnik werde ich auch gleich mal zeigen, die wir von der Fee gekriegt haben. Es ist das Auge der Wahrheit. Von Ocarina of Time. Blicke durch die mysteriöse Linse und Geheimnisse zu sehen, in denen Augen ansonsten verborgen bleiben. Sowas wie ein Auge, was unsichtbare Dinge sehen kann, aber die trotzdem da sind. Juhu, gleich mal ausrüsten. Das weg. Gucken, ob es hier irgendwo eine Truhe gibt. Da ist gerade mal eine Spinne. Die können wir jetzt hier sehen, wenn ich das Auge aktiviere. Oder? Warum auch immer sehen wir die nicht, aber da ist sie.
Ah ja, okay, die hat sich irgendwie, keine Ahnung, verbuggt. Achso, und das ist die neue Schwertechnik. Wir können sie länger aufladen und ich hole gerade mal die Bombenmaske raus. Und normale... Ach, ich mache das jetzt mit normalen. Das dauert so lange, bis sie sich auflädt. Nice. Da ist schon mal eine Truhe. Ich glaube, da ist eh nur Geld drin, ne? Ja, 50 Rubine. Sauber. Und dann gucke ich mal mit dem Auge der Wahrheit. Müsste es auch noch was geben. Bestimmt. Oder? Nö. Alles fake. Okay. So, ein paar Sachen sammeln und dann gehen wir mal schnell weiter hier. Sauber. Und wir sollen das ja jetzt benutzen auf dem Rückweg. Bis da hinten hin wieder. Ich sehe gerade, das Auge der Wahrheit ist hier verbuggt. Und das ist ziemlich schlecht. Scheiße. Normalerweise müsste hier im Weg sein. Am besten ich starte den Emulator mal neu. Dann bis gleich, Leute. So, Leute, hier sind wir wieder. Das Auge der Wahrheit ist hier voll verbuggt, leider. Eigentlich müssen wir jetzt hier Gegenstände sehen, aber es zeigt einfach nicht an. Und hier ist nämlich ein Geist und mit dem können wir reden. Kann es sein? Du kannst mich wirklich sehen? Naja, können wir nicht, weil es verbuggt ist. Wenn dem so ist, dann folge mir. Und das wird jetzt das Schlimmste. Wir wissen ja nicht so genau, wo der hinläuft, außer am Schatten jetzt. Und das hat ja auch was Positives. Würde ich mal sagen, schnell hinterher, bevor wir ihn aus den Augen verlieren. Oh. Du musst dich aber permanent ist. Naja, wie gesagt, man sieht sogar manchmal irgendwie so leuchtende Sachen. Ich verstehe dieses Auge der Wahrheit nicht. Entweder wollten die irgendwie was verbessern an dem Ding. Und wo sind die jetzt hingegangen? Scheiße. Das ist das Problem, wenn man nichts sieht. Ach doch, da ist er. Ja, wie gesagt, das ist halt... richtig scheiße gemacht worden am Texture Pack. Oder es liegt an meinen Einstellungen. Was ich mir aber nicht vorstellen kann. Ich habe nämlich alles gemacht, was sein muss. Hä? Seht ihr das? Wenn ich das aktiviere und dann ausmache, kommen diese Pünktchen. Naja, okay. Wir folgen denen jetzt mal. Blödes Ding. Also ich kann es nicht sehen. Ja, du nicht, aber... Wohin geht denn der jetzt? Ach, da lang. Ach ne, wir müssen wieder mit dem reden. Ah ne, wir müssen das Auge der Wahrheit anhaben, damit er da reingeht. Was wir aber eh nicht sehen können. Sogar Taya verliert ihre Flügel. Wo ist denn der? Sie wird enthauptet. Hä? Jetzt ist halt der Eisberg weg und da ist der Wolf. Der Eisberg muss immer weg. Ich kann ja schon mal sagen, was das ist. Es ist ein Geron-Geist. Der ist schon... Erzähl du mal was über dich. Ich muss mich hier irgendwie konzentrieren. Okay, dann bin ich mal kurz still. Hä, du sollst das über den erzählen. Ach so. Okay. ja. Wundert sich jetzt, dass wir den sehen können, weil wir halt jetzt das Auge der Wahrheit haben. Angeblich sehen können. Ja, angeblich halt, wie du meinst. Und ja, eigentlich würden wir den sehen. Dass wir den irgendwo hinfolgen. Ja. Und dann wird er uns weiteres sagen. That's right. So. Taya verfolgt ihn. Ohne Flügel natürlich. Wäre das schon nötig. Jo. Der müsste jetzt dahin gehen. Den müssen wir so, der geht jetzt da hoch. Epic Fail, jetzt sehe ich ja gar nicht, wo wir hochklettern müssen. Dann muss ich das ja irgendwie rausschneiden. Das zieht ja eh nur Zeit. Dieses Hochklettern. Ja, auf jeden Fall, ich kann ja schon mal sagen, wir klettern jetzt da hoch. Und das schneide ich dann gleich raus. Und da ihr eh seht, dass ich so dumm bin zum Springen, würde ich mal sagen, bis gleich.
So, jetzt sind wir schon wieder. Wir sind jetzt hier hochgeklettert. Das sind nämlich so, wie heißt das? Leitern an der Wand sozusagen. Und hier ist ein Gorone. Oh, in diesem Grab ruht ein großer Held der Goronen. Ich kam hierher, um ihnen ein Denkmal zu errichten, doch jetzt blockieren Skiverwehungen den Weg und ich kann nicht mehr ins Dorf zurück. Aber noch schlimmer ist, mein Bruder ist zu Eis erstarrt ist. So wie es aussieht, wird mich dieses Schicksal ereilen. Oh, hätte ich nur etwas von dem heißen Quellwasser mitgenommen, auf das ich stieß, als ich den Heldengrab errichtet habe. Aber die heiße Quelle wird nun von dem Grabstein versiegelt. Ich habe nicht die Kraft, um ihn alleine zu bewegen. Aber wir Goronen sagen immer, es hat keinen Sinn, über gespaltene Steine zu weinen. Nee, scheiße, wir dürfen doch nicht da rein. Hier ist ja noch der Geist. Ist ziemlich dreckig, ey, dass wir den... Ich hoffe, wir sehen den noch, ne? Sonst werde ich böse. Aber es müsste gehen. Ja, wenn... Ich weiß nicht. Müsste gehen. So, wir sind jetzt bei seinem Grab. Das ist nämlich sein Grab hier. Und er war ein großer Krieger, ein Held. Der müsste jetzt... Ja, da steht er. Theoretisch. Jetzt sehen wir ihn! Aber halt ohne den Augen der Wahrheit. So sieht er aus. Ein richtiger cooler Goro mit einem gelben Tattoo. Der Geflügelte sagte mir, dass der Sehende bald kommen würde. Nun zeigt sich, dass er recht hatte. Ich bin Darmani der Dritte. In mir fließt das Blut vieler stolze Krieger. Als ich noch unter den Lebenden weilte, war ich ein höchst angesehener Held. Ja, als ich noch lebte, ich bin nämlich tot. Aber leider, jetzt bin ich tot. Ich machte mich in der Hoffnung, einen Dämon vertreiben zu können, zum Piki Bernia. Doch dann erfasste mich der Schneesturm und stieß meinen Körper von meiner Klippe. Und hier bin ich nun. Wie ärgerlich! In meiner jetzigen Gestalt kann ich nur zusehen, wie mein Dorf unter dem Eis begraben wird. Zwar bin ich tot, doch findet meine Seele keine Ruhe. Und das ist schlimm. Der Geflügelte sagte mir auch, dass du im Umgang mit Magie bewandert seist. Ich bitte dich, erwecke mich wieder zum Leben. Sollte dies jedoch jenseits deiner Macht liegen, dann bitte ich dich um Folgendes. Heile meine Seele, egal wie, aber tu es. Ja, Julian und ich dachten am Anfang, wir müssten dir den Trank geben, aber es ergibt ja keinen Sinn. Aber da Link eh Gott spielt. Das war so dumm, das ist ja mindestens eine Stunde lang rumgehört. Werden wir ihn einfach seine Seele befreien. Mit der Lied der Befreiung. So finden die Seelen ihre Ruhe. Welch ein linder Klang, all meine Sorgen schmelzen dahin in dem Fluss der Musik. Ja, er löst die Leute, die nicht helfen konnten. Jetzt komm mal halt rückblenden. Wo auch immer hängt das jetzt ein bisschen. Aber da sind Goronen und die feuern den an. Warum auch immer, das verstehe ich auch nicht so genau. Warum ist das so? Und er befreit seinen Schmerz und verwandelt sich in eine Maske. Denn wir werden ihn jetzt weiterleben, so wie alle anderen auch, die sterben oder so. Meine unsterblichen Gefühle lasse ich bei dir. Meine Taten als Lebender sind auf meinen Grabstein geschrieben. Du solltest sie lesen. Okay. Aber das werden wir, glaube ich, nicht lesen, oder? Da steht nur drauf, wie der zum Spielen ist, oder? Ich hab grad schon wieder die letzten zwei gesehen. Du hast die Goronenhaut erhalten. In dieser Maske wohnt der Geist eines stolzen Goronenkriegers. Drücke C, um, ja, dasselbe wie mit den Deko-Tüten. Für das Wohl der Goronen, ich bitte dich um deine Hilfe. Gerne. Wir verwandeln uns jetzt gerade mal.
musst dich verwandeln in den Goron-Typ. Wir sehen jetzt den Schmerz, den Link erleiden. Warum wieder der immer schreit, Alter? Alter, Junge, hier hat das voll geschallt in den Raum. Das schlagen wir einfach mal voll dagegen und nochmal und nochmal. Ne, wie ging das? Ah ja, doch, klar, so. Los! Wir schieben das jetzt heraus. Wir brauchen dieses Wasser. So, ich habe das schnell mal, ich habe das Spiel ein bisschen auf schnell gemacht. Damit wir hier mal vorankommen. Fahren wir uns mal zurück hier. Wir haben jetzt nur noch hier ein paar Sidequests zu tun. Unsere Fee müssen wir jetzt leider opfern dafür, aber YOLO, wer braucht die schon? So, schnell geheilt. 45, dieser Part wird, glaube ich, eine Stunde gehen, würde ich mal sagen. Oder ein bisschen weniger. Aber das ist halt so ein Special-Part mit Juli. Aber ich... Das ist halt so ein bisschen blöd, dass ich nichts sehen kann, deswegen bin ich so leise, weil ich nicht erkenne, was du machst. Ja, ich bin jetzt gerade bei diesem Typen, der eingefroren ist, bei einem Ausgang vor dem Grab und mach dieses Wasser dahin, dieses warme. Hallo? Huch, was ist passiert? Oh, geht es dir gut, Bruder? Du warst im Eis gefangen, aber diese Person hier hat dich gerettet. Im Eis? Ich war wirklich... Wer bist du? Aber ich danke dir. Ich danke dir, jetzt kann er weiter leiden. So, das Wasser, das werden wir jetzt nochmal benötigen. Ich habe nämlich noch ein paar Sachen vor. Habe ich jetzt keine Zeit, hier rumzutrödeln. Tut mir auch echt leid, dass der Part so lange ist, aber vielleicht mögt ihr das ja. Keine Ahnung. Die sind ja so schon. Hä? Besser so. Und er hat eine coole Fähigkeit. Er kann abgehen wie eine Granate. Nee, er ist Rad Kirby. Scheiße, nicht im Wasser! Hast du jetzt noch eine Dings? Scheiße, der kann im Wasser untergehen. Hä? Was denn? Du hast noch eine Flasche mit warmem Wasser, oder? Ja, für den. Das habe ich jetzt vor. Ja, jetzt heulen nicht rum, Link. Ach komm. Ja, jetzt kann ich das auf einmal, oder was? Ja, nee, ist klar. Geht klar, ne? So. Der Goron-Typ kann nicht springen. Der kann nur... Also auch nichts... Hä? Kann der springen? Nee, ne? Nee, der geht um. Der geht unter. Dann kann er noch... Ja, was kann der noch? Der kann schlagen. Ist, glaube ich, mal der... Stärkste. Die Stampfattacke kann er auch. Stampfattacke. Die Musik hat sich so schnell so richtig cool an. So, hier das Wasser hinkippen. Dann wird er schon hier. Oh, voll fit. Gabora. Huch. Oh, du hast mir einen großen Dienst erwiesen. Nun denn? Nun sollten die Flammen wieder lodern. Danke nochmal. Ja, dann kannst du das Schwert aufwerten lassen, bitte. Gabora, bring unseren Kunden eine Tasse Kaffee. Flott, flott. So, lass mich einen Blick auf dein Schwert werfen. Also gut, es kostet dich 100 Rubine, dein Schwert zu schärfen. Morgen bei Sonnenaufgang ist es fertig. Natürlich musst du das Schwert über die Nacht hier lassen. Ja, ist nicht schlimm, ne? Gar nicht, ne. Das sind nur 100. Ich weiß auch, wie man schnell an Geld kommt hier. Ja, das geht echt schnell. Und da ich das Schwert eh mal verbessern wollte, das hatte ich auch in diesem Part vor. Und noch viel mehr. Jetzt haben wir halt kein Schwert mehr, aber jetzt haben wir ja eh den Goron Suchti. Den stolzen Krieger, und der hat auch Stacheln. Wenn man ihn lang genug auflädt, dann ist er unbesiegbar hier. Und dann geht er ab. So, wir gehen jetzt noch schnell ein Herzteil holen. Los, gib Gummi. Oh. Ah, der ist noch ein bisschen schwer zu steuern. Den nächsten Tempel wird auch eh der Juli machen. Will ich hoffen. Ja, dann wird ja auch. Das auch ich machen. Den magst du doch so. Hab den noch nie gemacht. Ich weiß nur, dass er scheiße auch war. Nicht. Ja, der war echt scheiße. Ich mag den nicht. Den Boss, den mag ich. Den mag ich auch, den mögen wir beide, aber den kannst du ja eh machen.
Oh, jetzt bin ich zurückgelaufen. Ich glaub's nicht. Ja, wir haben jetzt leider keine Magie mehr, deswegen brauchen wir jetzt länger. Ja, komm, jetzt hab keine Zeit dafür. Diese Geräusche immer. Ja, wie so ein Auto, ey. Autoreifen. Ich brauch kein Herz, ich brauch Magie. Ja, was ist das voll schleift, Alter. Komm jetzt mal her. Oh, geh weg! Nein! Oh, du trinkst doch Alkohol. Ich kann den Typ gerade mal gar nicht steuern, ey. Ist schon länger her, dass ich den gespielt habe, ey. So, jetzt lauf. Fahr, roll. Was weiß ich? Mach irgendwas, Hauptsache beweglich. Ja, im Schnee bremst er halt. Macht das keinen Sinn. Wir wollen jetzt nochmal zu diesem doofen Typen, der nur was für Gurun verkauft. Weiß schon, ne? Oh, hallo. Was? Nix, oh, hallo. Du hast nochmal heißes Feuerwasser. Brauche ich jetzt. Das mache ich dann eben nächsten Part. Ja, das wollte ich nicht. Ich wollte mit dir reden. Hallo. Danke, dass du bei mir vorbeischaust. Zu meinen Kunden zähle ich schließlich auf Goron. Ja, du bist ein Goron. Ich habe derzeit speziell für dich besondere Handelsangebote. Ja, voll fett. Was? 1000 Rubine? Nö, hab ich nicht. Was sollen die als erstes kaufen? Weiß ich nicht. Wie teuer waren die nochmal? 200. Ich hab nur 100. Nee, war das so? Und dann kann ich den erst da weglocken. Wir sehen uns gleich wieder. Ich hole mir jetzt schnell die 100 Rubine. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute. Wir müssen jetzt nur noch ein bisschen durchhalten. Dann werden wir... Dann werden wir den Part beenden. Und wir bedanken uns schon mal herzlich. Wir haben kein Schwert mehr, scheiße. Wir bedanken uns herzlich, dass ihr dabei wart. Ich spiele einfach mit dem Gorone. Mit dem kann ich nicht kämpfen. Nur rollen. Ach, wieso benutze ich den jetzt eigentlich? Ja, das zieht doch auch Leben. Ja, wie man es nimmt. So. Wir holen uns jetzt die großen Bombentasche. Bombentasche. Noch. Hä, das war jetzt voll verbuggt. Komm. Oh, nice gerollt. So. Der Super-Geroll-Attacke. Ja, der wird noch ein dummes... So, Juli, sag du mal schon mal die Schlussformel, während ich hier noch am Arbeiten bin. Am Zocken. Schlussformel, den Standardsatz. Okay, kann ich, glaube ich. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Und wenn ihr nichts auf diesem Kanal verpassen wollt, dann wäre ein Abo auch ziemlich toll. So, wir können jetzt 40 Bomben tragen. Das ist doch super.